Iron Galaxy. Und ein schwarzer Bildschirm. Und herzlich willkommen zu einem kleinen Fighting-Projekt, was wo Tekken Tag Tournament 2 aufgehört hat, kommt nun Killer Instinct. Dankeschön. Synchronisiere mit Ultra-Tech-Servern. Herunterladen von Inhalten werden geprüft. Ist interessant. Es wird geprüft. Es wird immer noch geprüft. Und geprüft und Schatten werden synchronisiert. Natürlich gehen wir zum Einspieler über. Das weiß ich gar nicht. Kampf. Story. Staffel 2 leider nur. Ich habe nur Staffel 2 Charaktere. Außer Combo gegen Area. So. Aber wollen wir mal loslegen. Der erste Charakter, mit dem ich spielen würde, das ist mein Mitfavorit. Hisaku. Und genießt die Story. 500 years ago, a village in Japan was attacked by bandits. A girl took up her dying father's naginata to defend the town. Her bravery inspired her people and saved the village. The girl, however, perished. But she did not leave. Today, her shrine has become a revered place. The locals say her spirit walks through the village, protecting them still. Her real name forgotten. They now call her Hisako, the Eternal Child. Aria wished to study life after death, what it is that makes the human spirit linger long after it should leave. Word reaches her of a spirit that haunts a Japanese village, and she arranges to have the village desecrated to draw the spirit out. Oh, was sie vorhaben, ist ja klar. Zadiras Angriff zieht Hisako ins Reich der Lebenden. Ihr Geist ist an diesen Ort gebunden und niemand, der ihn entweiht, wird überleben. Ja. Also hat Zadira jetzt wirklich den Geist wiederbelebt. Das ist ja crazy. Ehrlich? Zack, zack, komm! Zack! Komm her! Zack, zack! Verdammt! Nein! Zack, 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 zack! Ich bin auch erst ein Meiling, Gott! Also na gut, ich sag, ob ich mich schnell verändere, ein Meiling. Ah, genau. Stop on. Half on. Combo. Stop on. Oh, komm, gibt's doch nicht. Lass doch nicht alles, alles, alles. Also, genau. Und komm. Ach, du Mist. Okay, komm, zack, zack, zack. Oh, geil. Nice! Netter Attacke. Schicke Hisaku. Das Hisaku eine Farbe freigeschaltet. Okay. Und weiter mit der Story.
Es lädt trotzdem. Ihr seht, wie gesagt, ich selber habe die Stone noch nicht gespielt. Hisakus Heimat wurde durch Ultratech geschändet, 87 auf dem Weg, um die Verantwortlichen zu jagen. Ja, Hisako, machst du richtig so. Mir wird's auch nicht gefallen, wenn jemand in meine Wohnung oder meine Wohnung wäre und einfach mal irgendwie was machen würde. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, gestorben wäre. Riptor! Cool! Mit dem wird's mal beim nächsten Part spielen. Little combo! Zack. Ich hab gerade Gegner nicht attacken geblieben. Komm, und. Was los ist hier? Denk um die Luft rum. Zack, und zack. Ja, der Gegner hat keine Chance gegen mich. Ich glaube, ich werde die Schwierigkeit haben dann. Na komm. Sollen wir den jetzt auch für Chance Gefahr? Und jetzt kommt die Attacke. Bam, bam. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ich liebe die Attacke. Ultra Combo und Supreme Victory. Geht doch. Und ich habe mir gedacht, wie gesagt, mal ein Beat'em Up wieder zu machen. Jetzt Let's Play ist doch was Geiles. Weil Tekken hat mir gefallen und das gefällt mir auch. Vielleicht werde ich auch mal Season 3 mal holen. Muss ich mal schauen, wann ich mir das hole. Da gibt es nämlich ein Gebiet damit drin. Hisako spürt die wahre Kraft mit jedem Kraft schwinden. Sie musste ihre Mission schnell beenden, bevor sie zurück ins Jenseits gezogen wird. Okay, Hisako. Mach das schnell. Was denn gegen wen? Es ist Hassklug, oder? Wir fahren doch. Oh, zack ab. Zack, und komm. Zack, komm. Und ein 83er-Kombo. Schau doch. Ultra-Kombo. Das Coole, wenn die Gefahr, wenn die Anzeige auf Gefahr da steht, kann ich nämlich in der Attacke einsetzen, wie ihr gesehen habt. Zack. Monster Combo, geh doch. Zack. Komm aus. Oh, schade, der war schon tot. Schade. Ah, das sah aber auch richtig geil aus. Und das war eine Schönheit. Findet ihr nicht? Hisako, so eine Schönheit. Der hat eine schöne Zeit, der hat definitiv gewonnen. Sag mal, sehen, was jetzt da steht bei dir.
geistige Energie des Kriegers erfrischt Hisako. Sie macht Jagd auf Kreaturen mit geistigen und übernatürlichen Kräften, um ihr mehr Zeit zu verschaffen. Okay, gut. Hisako, wenn es dein Weg ist, gut, mach das. Dann macht es. Saberwall! Oh. Combo Breaker, geh doch! Okay, na. Zack! Ich glaube, der hat mich fast gestoppt, oder? Na komm, und! Der Sound ist doch stark dazu! Komm, komm, und komm, zack, zack, zack! Komm! Gibt's doch nicht! Oh, schlag das erstmal! Blocken, also ehrlich. Komm, steig, Gefahrenanzeige. Dumm, dumm, dumm. Zack, zack, zack. Das ist meine 31-Kombo. Jetzt schläft er fleißig. Ah, da kommst du wieder nah dran. Und noch Erfahrung dazu. Von mir. Level 2 bin ich schon. Und das ist kaputt. Morgen bin ich. Die Jägerin Maya ist auf ihrer eigenen Mission. Aber ihre Pflicht zwingt sie dazu, alle aufzuhalten, die diese Welt von außerhalb des irdischen Reiches heimsuchen. Okay. Gut. Die will sich also wirklich anlegen gegen uns. Die sind ein Geist. Naja, Zombie. Geist. Keine Ahnung. Watch out. You might get caught. Die Reichweite von der Waffe. Combo Breaker! Komm! Zack! Dann mach ich. Ich glaube, ich mach den Geist mal wieder. Ich mach den Geist wieder. Zack, 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 zack. Sonst war der Geist. Bam, 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 da, zack. Bam, zack, 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 zack. Und natürlich stürzt sie irgendwann ein. Okay. TJ, komm hoch! Supreme! Supreme. Oh, das ist krass. Überhaupt nicht übertrieben. Nö, gar nicht. Hisako Verbindung zu dieser Welt wird schwächer. Und die Zeit läuft davon.
Sie muss ein weiteres Wesen finden, um sich zu stärken. Dann nehmen wir einfach dieses Skelett, einfach nur, was keine Ahnung vom Fluch der Karibik sehr verdammt ähnelt. Das ist versucht zu werden. Mal auf den Druck gekillt. Supreme? Supreme Victory! Und weiß noch, was wir sagen. Wir haben das geschafft gegen den. Gegen ein Skelett gewonnen. Ein Skelett gegen Geist. Ein Geist hat gewonnen. Arya möchte die Stärke des Geistes auf die Probe stellen und setzt die besten Agenten auf Hisako an. Okay. Keine Ahnung, wie der jetzt heißt, aber keine Ahnung, ich weiß gerade echt gar nicht. Welche Haut? Kannst du das bitte mal sagen, welche Haut? Zack, 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 zack. Das war's. Jetzt haben wir das endlich mal hinbekommen. Das wird auch gut. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Das ist total mies bei Fighting Games, wo man den in der Ecke hat. Okay, da kann ich tun. Also natürlich, da kann ich schon sonst. Komm her. Mach mich wieder auf. Geil. Zack. Zack. Oder man darf ja einfach. Ich werde Geist machen, aber scheiße auch. Hup, hup. Oh, break. Der Hyper-Combo. Ha, gut. Supreme Victory, geht auch. Ha. Und weiter natürlich. Ein schöner Kampf mit Hisako. Und? Noch ein Kampf? Bist du schon mal nachher treten gegen uns? Ach, jetzt kommt die persönliche. The soul of a human. Arya wonders how something can be so powerful and so fragile. How some that might seem weak can overcome, and yet those who could be the strongest fall into shadow. Whatever this power is that drags Hisako forward, that pulls her inch by inch beyond death's grasp, is what separates the weak from the strong. Arya contemplates the applications of such a power, and how she will control it. Okay, so kommt mir so rüber wie, keine Ahnung, jetzt wird sie alles kontrollieren wollen. Arya ist Hisakos Entschlossenheit beeindruckend, erwartet Ankunft, ein Beingipfel.
Dann gibt es, sie stellt eine Falle, um den Geist einzufangen. Nein, die Ghostbusters sind da! Nein! Die wollen mich einfangen! Nein! Das sind solche, keine Ahnung, Männer mit Anzügen! Ich hasse die! Bist du? Weißt du, ich hab schon deine Agenten erledigt. Bam! Zack, zack. Zack, 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 zack. Du bist noch nicht tot. Was? What the fuck? Der hat 3 Leben? Hab zu blocken. Hab er gesagt? Hör auf zu blocken. Die hat 3 verdammte Leben. Diese Leben werden der nicht bringen. Aua. Und das letzte Leben. Wie kann man den Geist? Was ist denn mit der halben Kombo ausschalten? Jetzt haben wir es doch geschafft. Bam, 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 zack. Komm, zack. Wieder 31, wieder? Nee, 33 diesmal. Ha! Hisaku! Supreme Victory! Ach, das ist die Serie, geht doch. Was das oder war es jetzt nicht? Wird immer ja sehen, ob das auch alles war oder was jetzt rauskommt. As Aria falls, Hisako feels her home call to her. Hisako's spirit may never die, though for now, it can rest. But unknown to Hisako, Aria is not simply some machine that can be broken and tossed aside. Her intelligence is stored in the Pinnacle servers, her body's just expendable shells. And even though the spirit escaped her, Aria has learned a valuable lesson. The will of a few will perpetrate the lie that humanity is strong. If the world is to accept her vision of a better human race, they must truly understand that they are inferior. Only then will they accept progress. All Aria needs is a common enemy powerful enough to unify humanity under her order. Und wir haben's geschafft. Und das ist gleich Erfolg. Ewiges, ewige Kind. Du hast die Story mit Hiko. Hier, wie hat Saku beendet. Was? Okay. Das kann ich auch nicht. Darf ich schaden? Ich habe jetzt die Chance, Schaden-Jago freizuschalten. Achso! Achso, ich weiß, was war. Na gut, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, mal einen Geist zu sehen, einen Geist kämpfen zu sehen. Beim nächsten Mal werden wir natürlich mit dem Dinosaurier spielen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Killer Instinct.